Deutsche. Wegen dem Thumbnail hier. Deutsche Memes, die zu die Lara werden. Können wir ja mal reingucken, ne? Leute, schickt mir in Zukunft gerne Clips über Instagram, Links in der Beschreibung. Und ansonsten viel Spaß beim Video, gehen wir rein ins Intro. Kuss, kuss, kuss. Deutsche kuss, kuss, kuss. Memes. Sieht man das? Ja. Man sieht das, ja. Da auch erstmal ein Stößchen. Let's go. Eis auf die. Die Lehrer denken, ich habe 2 Kinder zum Wein gebracht, das reicht. Nee, 4 Kinder zum Wein gebracht. Let's go. Das ist für mich ein Win. Damit, da kann ich gut schlafen. Das ist für mich actually ein big win. Victory Royale. Hey, gib mir Lever, gib mir. Digga, imagine, du hast diese Sneaker an und, also, das will man natürlich nicht, aber stell dir vor, auf dich wird eingetreten und du hörst dabei Travis Scott und es ist immer kurz weit weg und dann wieder an dir ran. Und auf dich wird im Takt eingetreten zu Travis Scott und du hörst das immer wieder. Übertrieben chillig, oder? Okay. Ganz kurz, ein ganz weit ausgeholtes. Viele. Also ich wäre gerne ein Wal, einfach nur chillen unten so auf Dings, manchmal auftauchen. Auf und zu hochgehen, ja. Gucken was abgeht. Ja, Mann. Fühl ich sehr. Ich habe dir vorgestern eine Rose von der Esso-Tankstelle mitgebracht. Wir chillen an der Esso. 4,99. Einfach so. Mhm. Alter, das ist so romantisch. Ich fände es viel nicer, wenn du die Rose reingesteckt hättest, also in deine Vase, Jens. Ja, einfach, wir machen wieder Schule. Hallo! Ah, hops genommen. Hey, mir geht's total gut. Keine Angst, mir geht's echt gut. Nächste Frage. Schon mal Kot genascht? Ja, wahrscheinlich. Nein. Scheiß drauf, Alter, ganz ehrlich. Wahrscheinlich bin ich ein Kotnascher. Drecksding da. Oh, Junge. Oh, spontaner Kotnascher, Alter. Stell dir mal vor, du fährst unten mit dem Fahrrad und du hörst einfach nur, wahrscheinlich bin ich ein Kotnascher. Und dann kriegst du dieses Ding auf den Kopf. Euer Kotnascher 88, Digga. Grüße geht raus. We vibin. Oh ja. Hey, get down here and taste my lens. Bisschen weird, wenn der so aussieht, wie er aussieht, oder? Die Lanze? What's with him and the lens eating? Ist doch verarscht, oder? Ist doch so ein bisschen absichtlich. Digga, what the f... Die lassen die Lanze aussehen wie ein Penis und sagen, er soll die Lanze spüren und er soll die Lanze essen. Ja? Mittelalter-Camp, friss meine Lanze, Knossi. Das ist der Humor von Supercell. You better wait for it to land before you go charging in, Prince. Hey, folgen Sie dem Fahrrad! Folgen Sie dem Fahrrad, los! Alter, ich wollte gerade lachen und gleichzeitig niesen und ich hätte gerade fast wär's vorbei gewesen. Hey! Niemals lachen und niesen gleichzeitig. Digga! Ess mehr Käse! Bleib geschmeidig! Ja, ist okay. Weg mit der Bürokratie! Ist alles in Ordnung! Weg mit der Bürokratie! Alles! Der Mann hat recht. In Ordnung, Susi, beruhig dich. Ess mehr Käse! Susi, warum? Ess mehr Käse! Ach, das ist eine Frau. Die Frau hat recht. Bleib geschmeidig! Ist das hier ernst mit der Unterschrift? Ja, wieso? Das hier? Nein.
Was ist das? Blau und oh. Bald, oh ja, bald. Ja, ich höre es so gerne. Ja, ja, ja. Oh, 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 oh. Cringe. So eine geile Sau, der Reza. So ein geiler, geiler Mann. So ein unglaublich geiler Mann. Also eigentlich nicht, nein. Selber? Ja, ich hab zumindest die Maske lieber noch an. Ja, ich zieh auch lieber noch Notfall die Maske, aber eigentlich sonst also, eher nicht. Also du hast sie, falls Corona kommt, hast du sie immer griffbereit. Ja, genau. Ja, 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 man muss die Maske immer nur anhaben, wenn Corona kommt. Dann kannst du sie schnell aufziehen und dann zack, bist du gesichert. Oh, oh. 12 seconds later. Lull, wie schnell hat der neuen Controller griffbereit? This is exactly what I came here for, lol. Brudi? Yeah. Baby und ich, wir sind nur Freunde. Bitte lass das mit diesem F an Nico. Nur Freunde, Gina. Wir sind also nur Freunde! Wir sind wirklich nur Freunde. Nur Freunde. Alles gut. Alles gut. Da ist nix F, eigentlich eher F an mich. Weil... Ja? 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 Ich will mir schon keine Beziehung wollen. Nicht so. Au. Das tut mir au. Da tut sie au. Sagen, warte, wie heißt das nochmal? Die sehen alle gleich aus, ne? Gepard, genau, stimmt, lol. Jaguar sind schwarz, ne? Oder lila? Ja, beides. Welche Farbe haben die denn? Digga, warum geht jeder von aus, dass wir high sind? Jeder, immer wenn wir streamen, ich sehe immer, Digga, beide voll high. Zimmer 420, beide voll high. Ich habe gar keinen Bock mehr, das so darüber zu diskutieren, mit Drogen oder so. Mhm. Ich sag mittlerweile einfach nur so, wie sich die Leute das vorstellen, so ist es einfach. Mhm, okay. Ich koks, ich kiff, ja, okay. Ja. Das ist aber auch tatsächlich wahr, das stimmt auch bei Sascha. Ich koks, ich kiff, einfach dann einfach Escort, Alkohol jeden Tag und so. Same. Ja, ja. Same. Ich bin auch schon hoch verschuldet, weil ich mir die Drogen eigentlich nicht leisten kann, es mir auch scheißegal, ich mache trotzdem weiter, weil ich einfach abhängig bin. Ja, same, Bro. Ich rauch, ja. So, wir sind noch. So, Leute, jetzt ist es. So. So. Techniker in den Niederlanden hat dann einen 5G-Mast an Kassette anbringen sollen und er hat reingeguckt und da stand Covid-19 drauf. Ach so. Okay, das ist, das ist interessant. Das heißt, wenn wir uns impfen lassen, ist dort ein Chip drin. Mhm. Okay. Und der hat ganz einfach durch ein System, durch einen Quantencomputer, hat der Zugriff dann derjenige, der geimpft ist. Ja. Und dann werden wir, und ich bin keine Verschwörungstheoretikerin, glauben Sie mir das? Nein. Also das klingt gefährlich. Das klingt gefährlich. Jetzt bin ich aber halt schon geimpft. Und jetzt habe ich ja schon den Chip in mir drin. Wie kriege ich den denn raus, Chat? Wie kriege ich denn den Chip aus mir raus? Wie kann ich denn den Chip rausmachen aus meinem Körper? Magneten. Aufschneiden, abhacken, rausholen, auskacken. Boah. Wer ist denn Arzt? Tim Gabel. Tim Gabel könnte sowas wissen, oder? Na komm. Weiß ich nicht. Und der hat Zugriff auf den Menschen. Wir werden zum Bioroboter. Ich bin ein Bioroboter. Chad, wisst ihr, was mir gut tun würde? Ja. So eine Freundin. Ja, same. Ohne Witz. Die da ist. Mhm. Ja. Die er mit Essen versorgt. Ja, ja. Mag Kussis und kuscheln auch. Mhm. Die sich, die mit anderen denkt. Wo man auch mal
einfach nur liegen kann und erzählen kann. Hm. Das wird mir gut tun. Ja, im Endeffekt. Im Endeffekt geht's mir da immer noch besser als Nick. Keine Ahnung, ich bin zumindest, also immerhin bin ich Millionär. Hier ist das Gesicht eines Menschen, dem es richtig geil geht. Okay. Tagsüber oder nachts pissen gehe, spüle ich von 8-mal pissen 2-mal. Das ist zu wenig. Das ist viel zu wenig. Das ist viel zu wenig. Um ein bisschen Wasser zu sparen auf Umwelt. Aber dein Klo stinkt doch noch komplett nach Pisse. In dem Sinne würde ich einfach mal locker flockig behaupten. Wieder schauen und reingehauen. Wir